So, na gut. Oh, bitte nicht runterfallen. Dankeschön. Ja. Okay, das heißt, wir müssen wieder eine Runde klettern. Und hopp. Und dann wieder eine Runde hangeln. Und ich glaube, diesmal müssen wir uns nach rechts hangeln. Und hopp. Okay. So, er hängt. Und hopp. Er hängt. Und hopp. Er hängt. Und hopp. Blöd. Ah, bisschen baufällig hier alles. Und hopp. Und hopp. So, schön. Haben wir es gerade so geschafft, bevor die Konstruktion hier den Geist aufgibt. So, was haben wir jetzt hier? Anscheinend eine Winde oder wie man das auch immer nennen möchte. Ja, wo ist hier? Ah, der große Wilbony? Ah, jetzt. So. So, schön festhalten, Jungs. Boah, da wird man ja beim Zusehen schon schlecht. Ich glaube, wir sollten uns hier ein bisschen schneller bewegen. Ja, lauf mal weiter. Uiuiuiuiuiui. Ui, schön. Oh, und was ist hier? Oh. Eine Trolldame. Wahrscheinlich möchte, dass wir sie rauslassen. Aha. Und ein Knüppelmonster, was den Schlüssel hat. Schön. Was passiert denn, wenn ich hier an dem Hebel ziehe? Ah, okay. Das ist für das Schloss. Okay, gut. So, schauen wir mal, wie wir das hier machen. Hier liegen schön Knochen rum. Ah, okay. Er schleicht. Ich laufe mal nicht über die Knochen, sondern mal hier ein bisschen an der Seite lang. Knochen knirschen und nicht, dass das hier im Spiel so eingebaut ist. So, hat er den. Ja, komm, heb mal den Schlüssel hier auf. Denn er? Den Schlüssel aufheben. Schön. Den Schlüssel muss ich auch die ganze Zeit festhalten. So, und jetzt schleichen wir mal hier um die Knochen wieder drum herum. Okay. So, dann können wir schon mal hier hochgehen. So, schön. Und was jetzt? Sie rennt einfach weg, oder was? Und lässt be uns bitte hier unten alleine. Hey, Maro! Ja, zu spät. Herzlichen Glückwunsch. So, ich glaube, der will uns nichts Gutes. So, und jetzt? Also wir müssen irgendwie da drüben hoch. Bist du blöde? Ich würde nur wissen, ob du dort hochklettern kannst. Ja, schön. Er patrouilliert aber auch jetzt hier rum, ne?
hab da eine Idee. Ey, du. Hallo? Upsi! Das war so nicht geplant gewesen. Er sollte eigentlich durch die Gitterstäbe wieder hier rein. Kommt der hier nicht mehr raus? Doch, kommt er. Okay. Kann er hier nicht interagieren? Ah, kann er. Ach, schade. Ah, der ist aber auch nicht doof. Schön. Ach, sie hat eine Kette geholt. Gut, ich wollte jetzt mal gerade gucken, ob ich mit dem Großen den Kleinen irgendwie dort hochwerfen kann, aber ja, so geht's auch. Hey, nein! So, wo, wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, wir sollen bestimmt hier unten anhand dieser Apparatur unsere Trolldame mal ein bisschen bewegen. Dann machen wir das natürlich auch. Ja. So und so. Ist ganz wichtig, dass der Kleine immer rechts steht. Okay, das heißt, wir müssen erst uns drehen. Da lang. Und dann da lang. So, schön. Wie kommen wir jetzt da drüber? Vielleicht so. Jetzt mal rein von der Theorie her gesehen. Ja, funktioniert. So, zack, 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 zack. Wunderbar. So, da lang bitte. Da! Ah, du sollst mit ihr interagieren. Ja, ist okay. So, dann hier einmal durch. So, sie macht die Tür zu. Was kommt jetzt? Ach, guck mal, der Riese, der uns zuerst am Anfang geholfen hat. Ach, ist das hübsch. Deswegen quasi das zweite Bett. Und deswegen hat er auch geweint, weil sie weg war. Oh. Schön. Toll. Er zeigt auf die Mitte. Ja, passiert nicht wirklich viel. Kann das mit den Ketten zusammenhängen? Da, nein, oh. Nein, da. Nicht da, da. Ja, bisschen Konzentration. So. Okay. So, schauen wir mal, was passiert.
Okay. Das funktioniert zumindest schon mal so, wie ich mir das gewünscht habe. So, toll. Und jetzt? Ah. Kriegen wir ihn dazu bewegt, dass er... Ja, kriegen wir. So, schön. Er ist also da im Loch drinne. Können wir das Loch auch wieder zumachen? Nicht wirklich. Was passiert, wenn ich... Nicht auf die Finger treten? Ah, okay. Ah. Logik verstanden. So. Ach, dort unten ist ganz schön Staub. So. Na kommt. So, da haben wir unserem Pilzriesen diesbezüglich also seine Frau zufälligerweise wieder beschafft. Oder es war unsere Aufgabe gewesen, dass wir erst seine Frau retten sollen, bevor wir hier weiterkommen. Aha, also wir sollten erst seine Frau wiederholen. Weil er kannte den Weg nicht, aber sie. Okay. So, da gehen wir also quasi diesbezüglich... Jetzt weiß ich auch, warum der zuerst nicht auf Wiedersehen gesagt hat. Okay. So, die laufen jetzt alleine, okay. Ein malerischer Berg am Horizont. Soll uns das jetzt sagen, dass die Sterne gut stehen oder schlecht stehen für den Vater? So, und irgendwo im Nirgendwo sind unsere zwei Brüder mit einer kleinen Unterkunft. Und im Hintergrund sehe ich doch schon leuchtende Punkte, die uns sicherlich nichts Gutes wollen. Aber schön, guck mal, der Große hat für seinen kleinen Bruder wenigstens eine kleine Unterkunft zum Schlafen gebaut. Aha, okay. Ach, guck mal, kleine Chihuahuas. Ah, gehen wir zurück, kleiner Chihuahua. So, den haben wir verscheucht. Kommt der nächste. Ich habe ein bisschen vor dem dort oben ein bisschen Panik, ob der jetzt hier runterkommt. Ja, anscheinend nicht, okay. Oh. Dem Chihuahua haben wir anscheinend gerade eine feurige Nase verpasst. Oh. Bleib mal schön dran, mein Freund. Oh. Mir war so, als hätte ich links auch noch einen gesehen. Das war nur anscheinend nur die Einbildung. Oh. Oh. Oh nein. Ist natürlich jetzt nicht so schön hier. Ja, komm hier. So, er dort oben verzieht sich bereits. Dem hauen wir mal einen auf die Nase. Während wir an diesen Christbaumkugeln hier vorbei unter oder unten drunter vorbeilaufen. So. Schön zusammenbleiben. Ja, schön. Friedhof. Toll. Achso, und hier kann er dann das wieder wegwerfen. Was haben wir hier? Auch ein sehr schönes Bild.
Eine sehr melodische Musik im Hintergrund. Okay. So. Ach, und eine Bank. Dann setzen wir uns doch direkt mal wieder drauf. Und da können wir uns diesen Friedhof mit der Kirche genauer anschauen. Im Kirchturm brennt Licht, in der Kirche selber wiederum nicht oder in der Kapelle. Na gut. Weiter geht's. War auch schön, dass die unweit von einem Friedhof quasi kampiert haben. Könnt ihr mir vorstellen, das Gemeindemitglied hat da bestimmt nichts dagegen gehabt, wenn die hier geschlafen hätten. So, klopf mal an, Freundblase. Ah, Bewegung. Ich hoffe mal, es ist kein Skelett. Gut, wobei ein Skelett würde sich nicht das Licht anmachen. So, guten Abend. Ja, da in die Richtung, Mister. Ganz markant in die Richtung. Gut. Und hat der Klein... Wo will er denn jetzt hin? Hat er auch noch was zu sagen? Nö, okay. Was ist denn, wenn mal hier die Glocke läuten? Gut. Dann haben wir die Glocke geläutet. Gut. Haben wir das auch mal getan. Ja, mach mal. Hier, warte mal, ich hab da... Gut, der macht da nichts, aber gut. Oh, schön. Ja, blöd, wa? Ach, schön, und da gibt's ein paar kleine Lampen im Wasser. Erstaunlich, dass die überhaupt nach oben schwimmen. Der große Bruder hat hier tüchtig zu kämpfen. Aber die Lampen, die sind wenigstens noch. Ja, guck mal, die eine ist sogar unter Wasser. Ganz wichtig. Naja, warum noch nicht? So, den Wolf haben wir aber wenigstens abgehangen. So. Und dann klettern wir mal hier rüber. Und hier brummelt es doch schon wieder. Hier brummelt es an jeder Ecke. Aber hier können wir wieder eine Verschnaufspause einrichten. Und sehen, dass dort unten anscheinend irgendwie unser nächstes Ziel sein wird. Oder da ist ein Fluss. Zumindest haben die Lampen sicherlich eine Bedeutung.